So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute geht ein Baby wieder auf Reisen. Und das mache ich jetzt mit euch noch fertig. Ich muss erstmal das Zeug wegräumen. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte noch zwei Glühbirnen da anbringen. Ah, ich kriege die Sticker nicht raus. Ach, so, jetzt tun wir erstmal die Fläschchen rüber. Meinen kleinen süßen Murke, den habe ich erst fertig gemacht. Ich habe den jetzt nochmal gepaintet und gerotet. Den stelle ich euch einfach mal vor. Das ist von der Ulrike Gall. Das ist ein Cuddlebaby. Ach Gott, hat er gleich wieder verloren. Ein Cuddlebabylein. Groß wird denn das sein? 40 cm. Aber er hat normale Kleidung an. Und die gibt es halt in diversen Shops zu kaufen. Ne? Die haben da auch ganz kleine Größen. Und da steht auch da hinten drin, wo es her ist. Da könnt ihr dann, wenn er das Babylein möchte, ja, könnt ihr dann dort bestellen. Nur vergesst mich auch fragen. Ich habe so einen Remix gemacht. Painting mit ein paar Härchen drauf, weil irgendwie, ja, da lasse ich mich einfach von meiner Stimmung leiten. So, da kann man dann verschiedene Härchen machen. Hm? Und wenn man das Babylein zum Anschauen, also ich habe das dann so gerotet, wie ich es halt gepaintet hatte. So. Ja, und der ist total süß, schöne Wimpern hat er. Und die Färbung, ich weiß nicht, ob die gut rüberkommt, der ist zart gefärbt, ne? So ein zartes Mäuschen. Ja, ganz süßer Mocke. Ja, ich habe den zum Anschauen hier. Ja, aber jetzt müssen wir mal ein anderes Babylein hin tun. Ups. Hab da schon Klamettchen rausgesucht. Wir machen aber noch ein Mützchen auf die Haare. Ja, 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 ja. Dass sie nicht so schnell ausgehen. Hm? Genau. Süßer Monkey. Monkey, Monkey. Süßer Monkey. Ja, der hat lange Arme und Beine. Und hat die kleinste Babygröße, die es da zu kaufen gibt. Also da muss man nicht extra anfertigen lassen. Bei dem. Ja. Es war eigentlich ursprünglich eine Lady, aber ich habe einen Jungen daraus gemacht. Ich habe da einen Jungen drin gesehen und sonst hätte ich mir den, glaube ich, nicht bestellt. Und ich finde ihn als Junge, den Bausatz, ganz süß, ne? Genau. So, jetzt tun wir dich mal ein bisschen auf die Seite, du kleiner Schatz, du. Jetzt kommt nämlich wer anders her. Weil Mamilein wird schon drauf warten. Ich habe da so ein schönes Outfit gekauft, wo wieder alles zusammen ist. Und dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Dann brauchen wir noch eine. So, Handschüchen. Handschüchen. Das da. Wo habe ich denn die Schere? Immer gleich zur Hand. Immer gleich zur Hand. Wo war es denn? Der Ulle Stoppel. So von alleine jetzt raus. Also sowas gibt es ja wohl nicht. Haben wir da für die Händchen was? Dann haben wir ein Mützchen. Ich hoffe mal, das passt. Weil ich es jetzt gerade auseinandergenommen habe. Aber es müsste schon passen. Sieht total süß aus. Schönes Outfit, Mamilein. Schönes Outfit. Und das Lätzchen. Mit Eisbärchen, schau mal. Es hat mir so gefallen mit dem Bärchen, ne? Total niedlich. Und natürlich passend. Der Body dazu. So, jetzt hole ich mal den Morgen raus. Jetzt tun wir den nochmal einputten, bevor wir ihn zur Mami schicken. Dann muss man noch einen Nuki suchen. Also, heute wird es ein bisschen länger. Wir immer erstmal mal den Süßen rausholen. Das ist der letzte. Opa, das geht. Oh, sind nicht schwer. Ei. Aua, aua. Komm rein wieder hier. Ups. Eieieiei, ist nicht schwer. Oh. Ja, die Mami da. Die noch Mami. Also, es ist der letzte Ralfi, der geht jetzt auf Reisen. Und die Mami hat fleißig
gewartet hier, war nochmal schwanger mit dem Süßen, ja. Und jetzt kriegt sie ihr Morgelchen. Also Mami, der ist ganz weich. Richtig schön weich. Schau her. So. Und zwecks der Pflege, also wie gesagt, das ist jetzt das Neue, was ich sage, weil früher war es so, dass man halt Talgum benutzt hat, weil halt Talgum auch das Silikon länger erhält, ne? Weil das einfach das Pflegemittel ist. Aber es geht nicht, weil es das Glänzen anfängt. Sprich, wir brauchten ein Mattpuder. Genau, ein Mattpuder. Ich habe natürlich spezielle Pudersorten, aber ich habe auch hier noch eins. Das habe ich nämlich gefunden, denn das hat mir eine Kundin geschickt und ich hatte es irgendwo bei den Geschenken. Schauen wir mal, was drin ist. Anwendung, ja, das weiß ich selber. Puder, wie man anwendet. So ein Käse, ich will wissen, was drin ist. Ja, also Lichtanwendung, Gesicht und Hände. Verschließen. Attention. Kostenfrei. Steht überhaupt nichts da. Minimieren Atemprobleme für einen Kontaktmund. Kind einatmen. Naja, das darf man sowieso nicht, ne? Das mit dem Einatmen. Ach, hier hergestellt mit gereinigtem Talgum. Also, das heißt, Hände weg, sonst glänzt Baby. Ha! Sonst glänzt das Baby. Das machen wir nicht. Ich habe dann hier noch mein Puder, mein schönes Mattpuder, wo ich die ganzen Babys mattiere. Und ja, ihr könnt ja auch in den Shops, wo es das ganze Silikonzeug gibt, genauso auch das Mattpuder kaufen. Na, da müsst ihr dann euer Baby schön pudern immer. Na? Weil es ist halt einfach so. Die fangen halt irgendwann ein bisschen das Glänzen an gewissen Stellen. Und wenn er das nicht immer schön pudert, dann das ist einfach die Pflege von dem Silikon. Und Pflege ist auch noch, dass man wie mit einem Baby umgeht, weil es ist ein Künstlerpüppchen. Ja. Und sie sind auch leider etwas empfindlich. No. So, du kleiner Schatz, du. Ja. Ja, ja, das ist einer meiner letzten Arbeiten hier. Der Ralfi. Und bald kommt natürlich auch wieder was Neues. Jetzt, die Großen mache ich im Moment als Teilsilikon. Aber mal schauen, was die Zeit bringt, wie ich die Zeit habe. Jetzt mache ich erstmal die Aufträge, die ich noch zu erledigen habe. Also es sind noch ein paar Alina-Köpfe. Ich habe auch noch Alina Star, wer noch eine Alina in Kattel braucht. Da habe ich noch da in Kattel. So. Das Näschen ist voll Puder. Ja. Das Näschen ist voll Puder. Einfach so ein Stäbchen, wie bei einem Baby, ne? Wenn ihr euer Mäuschen wie ein Baby... Ach, ich habe gesehen, die Wimpern habe ich noch nicht rein. Ey, die muss ich dann noch machen. Mami. Jetzt hätte ich doch bald dem süßen Murke vergessen, wenn wir da zu machen. Mami, schau mal, was du noch machen kannst mit deinem Baby. Ei. Wunderschön zum Anschauen. So, jetzt Windeln. Die 2 und die 3 brauchen wir, weil er ist ein bisschen größer hier. Ich muss mal schauen, das ist die 3 gewesen. Die haben wir extra hier oben hin, damit wir nicht wieder auf die Suche gehen müssen. Die 2. Ist das die 2? Ja. Dass er mich mal wieder sieht. Huhu. Naja, die Pollen, wie immer. Geil. Ja, meine Babys. Ach, ich habe heute früh schon wieder rumgespielt. Schlimm. Hab schon wieder rumgespielt. So ist das. Ja. Viel Arbeit habe ich noch. Und ich kann im Moment wirklich fast nichts mehr annehmen. Ach, das ist immer... Ich kann immer so schlecht Nein sagen, ihr Lieben. Aber ihr müsst halt dann ewig lang warten auf eure Babys. Die neue gibt es sowieso erst ab November. Und ja, wieso?
Weil wir kriegen das nicht eher hin. Ne? Ich muss die ja dann auch routen, färben und was nicht. Alles soll ja auch schön werden. Bloß blöd ist immer, dass meine Modellierarbeiten ja immer besser werden. Und ich dann schon wieder ein Baby habe, was etwas älter ist, leider. Von der Form her, ne? Nicht vom Wesen. So, du Süßer. Gehen wir gleich auf Reisen, ne? Machen wir noch Wimperchen rein. Und dann gehst du auf Reisen, du kleiner Schatz. Jawohl. So, deine Mami wartet schon sehnsüchtig auf den kleinen Schnuggilein. So, ne? Füttern wir noch. Nuki müssen wir noch suchen. Ha, eine schöne Nuki, die zu dir. Oh, der ist ja cool. Das ist ja unten auch noch mal. Oh, das ist ja super. Na, da müssen wir mal schauen. Also er ist eigentlich 50 cm. Ich kann ja noch mal nachmessen, Mamilein. Und schwer, ich glaube 3,5 Kilo. Können wir dann noch mal schauen, wie schwer der ist. Also so schwer war mein kleines Mockelchen hier nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt ganz 50 ist. Mal schauen. Also nehmen wir die unteren Knöpfchen. Das ist ja toll. Da kann man sogar verstellen hier für größeres Baby. Toll, toll, toll zum Mitwachsen. So, das sind Wölkchen drauf hier. Kleine Gute-Nacht-Wölkchen. Jo. Kleine Gute-Nacht-Wölkchen. So, du Sisi. Du letzter Schnuckel, du. Dann gibt es kein Ralfi mehr. Nein, nein, auch kein Gesicht, nichts mehr. Keinen Ralfi, das ist der letzte. So, viele Muttis messen das ja mal falsch. 49 ist er. Also 49, das schreiben wir gleich mal auf. Weil Zertifikat hier. 49 Zentimeter. Manchmal vergesse ich das dann wieder. So, und dann wiegen. Ich habe bloß so eine ganz kleine Mini-Waage. Uiuiui. Ich müsste mal eine Waage zulegen. Eieieiei. Oder ich müsste mal schauen im eBay, was gebraucht ist. Ich muss mal runterstellen. Und dann brauche ich noch ein Schälchen, wo ich reinlegen kann. Ein kleines Schälchen oder ein Körbchen. Schauen wir mal. Ich habe doch irgendwo die schönen Schälchen gehabt. Nee. Müssen wir mal Körbchen suchen. Körbchen. Da gehen wir mal auf die Suche. So, da haben wir ein Körbchen. Ein Körbchen. Dann legt man halt mal rein. So, das passt mal nur hin. Ich glaube, man kann so ein Köpfchen 500 Gramm hat. Kann man nicht vorstellen. Wer weiß. So, hier die Multi. Morgens. 2400. Aber so, hier kommt ein wenig Muckelchen. Haben wir im Körbchen. Jo. Im Körbchen. Die Mama hat sicherlich ein schönes Bettchen. Also, nochmal mein Ralfilein. Ich hatte die Beinchen angezogen, modelliert. Und ja, man sieht schon, dass ich noch nicht so die Erfahrung hatte am Ralfi mit dem Modellieren. Ja, naja, guter Modellierer ist immer unzufrieden, es ist nun mal so. Jawohl. So. Aber dementsprechend gestaltet sich halt auch der Preis, ihr Lieben, ne? Wie zufrieden ich immer bin. Oh, denkt euch nichts dabei mit meinem Husten. Da geht er wieder vorbei. Das ist wieder allergiebedingt, wie der dämliche Husten, den ich mal im Winter hatte. Wie ich drauf gekommen bin, dass es allergisch ist. Im Winter. Naja,
Also wie gesagt, anziehen wie ein Baby halt. Wie ein Baby. Und die Mama kann sich ja auch überlegen, wenn sie eine gute Rebornerin findet, da kann sie auch mal ein paar Haare stechen lassen, weil das geht bei den Sillys wunderbar. Und wie gesagt, immer schön vorsichtig und nicht so oft umziehen, weil umso mehr Reibung und umso mehr dran rumgewurschtelt wird, ja, da lässt er Farbe. Ich hoffe es zwar immer nicht, ne? Also, weil ich versuche wirklich alles, also wie ihn hier, den habe ich ja schon, ach, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre, er hat immer noch seine Farbe, aber er liegt halt auch nur, ne? Der süße Morgel, der ist von der Elsie Rodriguez. Da habe ich mal einen süßen erwischt in Spanien. Da waren ein paar Freundinnen in Spanien und haben mit ausgestellt. Und dann habe ich das bekommen. Ach nee, habe ich sie angeschrieben gehabt, die Elsie. Die war nicht da. Die Ausstellung, das war von der Shailam Rovka. Da habe ich mal ein Baby erwischt. Ja, ich sammle von Künstlern die Babys. So ist das nun mal. Von der Elsie habe ich jetzt 2. Niedliche Cookie. Und wie die heißt, weiß ich nicht. Das war auch ein Mädchen. Ich habe aber einen Jungen draus gemacht. Das Scheißsoldatenkleen Biporn. Ich bin ja eine Jungenmama hauptsächlich, ja. Es ist nun mal so. Ich liebe ja die Jungs. Mädchen mag ich natürlich auch, so ist es nicht, aber man bevorzugt immer wieder. Ich habe eine Freundin, die bevorzugt immer die Mädels. So ist es nun mal schön ausgeglichen. Ach Gott, sieht der süß. Ach Gott, das Outfit werde ich, glaube ich, nochmal bestellen. Ach Gott, ist der niedlich. Schaut's mal. Ach Gott, ist das nicht putzig. So ein schönes Outfit. Und der süße natürlich auch, gell? Ach Gott, das ist ein Schnittchen. Ja, Mami, mach mich mal jetzt fertig, ne? Nochmal was trinken, ne? Wimperchen vergesse ich natürlich auch nicht. Oh Gott, ist das niedlich. Das passt den voll, ne? Schaut's mal, das passt den voll. Einfach genommen. Und super. Ja, das sind auch 2 Knöpfchen. Das finde ich mega toll, dass man das auch enger stellen kann und weiter. Bei den Originalbabys ist das natürlich super. Ich lasse das Etikett mal drauf, ne? Damit man auch sieht, dass das neu ist. Schöne neue Artikel. Es gibt natürlich auch Sachen, die länger gelegen haben, die ich auch schon mal gewaschen habe. Also denkt euch da an nichts bei, ne? Also das habe ich natürlich auch schon gemacht. Weil ich mag das nicht, wenn die irgendeinen Geruch anziehen oder so. Dann wasche ich das dann auch mit durch. So, Sockele brauchen wir. Sockele. Da waren keine Sockele dazu. Hm? Keine Socken. Also, ich zeige euch mal das Muggelchen zu. Natürlich brauchen wir jetzt noch ein Nuki. Ein Schnullerchen, ne? Brauchen wir noch. Ein Schnuller müssen wir jetzt mal raussuchen für dich, Schatzi. Ja, aber das mache ich mal weg. Das ist mir jetzt zu tüttelig davon. Die Mami kann das ja dann beim Füttern benutzen. Genau. So. Ja, das ist so Schnuckel. Jetzt brauchst du noch einen schönen Snulli für den süßen Mucke. Eigentlich wird der Mund immer so geöffnet, dass er wirklich richtig schön offen ist. Da fällt mir gleich einer in die Hand. Schauen wir mal, ob der hier gut steht. Ach Gott, ja. Ach, schaut mal. Mit einem Fischilein drauf. Und schön blau mit und transparent. Der passt wunderbar. Schau, Mami. Lups. Lups. Also er hat einen schön geöffneten Mund. Jo, nimmst du den Schnuller jetzt? Und wenn er schwierig reingeht, der kleine Schnuller. Was machen wir da? Ein bisschen Puderan. Genau. Jo. Der kleine Murkel. Ne? Mami, schau mal, kleine Murkel. So. Und jetzt füttern wir mal. Jetzt füttern wir ihn noch. Ach, schaut mal. Ach, so ein Hunger hat er. So ein Hunger. Ach Gottelo. Ja, da muss er nochmal gefüttert werden, bevor er dann
Jo, eingepackt wird. Jo. Nur noch einen durch, Taubele. Einen durch. Nur einen durch. Schaut nochmal an, was der für einen Durst hat. Das süße Scheißerle. Ist der nicht süß? Jo. Also ich weiß gar nicht, wie viel es vom Ralfi gab. Aber es waren nicht so viele. Eila, noch einmal Dankeschön für die tollen Flaschen. Du süße, du. Ja. Aber die schönen Schnulls. Ja, da muss ich mir mal wieder welche in Kroatien holen. Ja, die schönen Schnuller. So, kann mir mal kaum satt sehen von den kleinen Mogeln. So, Mutti, ich tue dir den mal pudern. Dann stecke ich den gleich rein, aber ich könnte auch eine kleine Kette suchen. Ich finde, oh Gott, ist das süß mit dem Outfit, das muss ich mir nochmal bestellen. Oh, das ist ja goldig. Und Säckchen brauchen wir noch. Säckchen. Weiß oder blau oder Minz. Schöne Säckchen müssen wir mal raussuchen. Säckchen brauchen wir noch. Herkommen. Das ist so meine Allround-Kiste, wo ich dann immer so ein bisschen was häkle oder stricke. Das sieht eher aus wie Mädchen. Und so kleine Accessoires, Fiddly, oh, das ist niedlich. Schaut mal, die sind süß. Habe ich einfach mal so gemacht, wenn ich Lust hatte. Ich habe auch nicht immer Lust, Reborn zu machen oder zu rebornen oder zu gießen oder zu modellieren. Ich mache halt auch gerne andere Sachen. Nee, auch mal ganz gerne, aber es ist halt immer blöd, weil die Muttis warten halt auf ihre Babys. So, komm her, du Schatz. Komm her, du kleiner Mogge. So. Komm her, du süßer Frosch. Na, falls mal Bommelchen abgeht, das ist nicht schlimm. Ihr braucht eigentlich nur an Nähe wieder. Ja. Kann schon passieren. Ich muss mal noch ein bisschen perfektionieren, die Schüchchen. Es war nur ganz einfach mal schnell gestrickt. Aber niedlich. Niedlich. Schaut mal. Jetzt ist er vollendet. Der kleine Schatz. Jetzt ist er vollendet. Moment. Ich gehe mal hier rüber. Naja, komplett sieht man jetzt nicht. So. Ich tue noch mal ein bisschen näher hin zu euch. Ach ja. Das ist immer mit den Spielen, da könnt das Kind den ganzen Tag machen. Aber die Zeit haben wir halt leider nicht, ne? Den ganzen Tag zu spielen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, bitte bedenkt, nächsten 14 Tagen sind bei uns Ferien, ja? Da haben wir Ferien. Viele fahren ja in Urlaub und ja, wir bleiben zu Hause. Ist so. Und ich werde noch ein bisschen, wie ich Luft habe, was machen, ja. Aber nur, wie ich Luft habe, ne. Also wisst ihr Bescheid, falls es sich manche Sachen so ein bisschen verzögern, kann etwas dauern. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bibilein wird jetzt eingepackt. Und na, Wimpern mache ich gleich sofort. Und dann geht's auf die Reise. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich nehme euch natürlich später natürlich dann bei den anderen Sachen noch mit, was ich dann so mache. Ich habe dann jetzt noch ein Reborn, meine Mami wollte ein Reborn für ihr Kind. Also das ist für ein Kind bestimmt. Also ich habe ein bisschen ein Pinning drauf gemacht. Das ist noch nicht fertig, gell? Das ist nur angefangen. Aber die Färbung ist schon vollendet. Ich weiß nicht, ob man da was sieht. Ein bisschen sieht man, ne? Aber nicht richtig, ja. Das ist halt so. Ja, Fotos und Bilder können verfälscht werden. Und man muss es dann schon im Original anschauen. So, wenn ihr Babys im Original anschauen, weil ich habe grüne Augen, ne? Wenn ihr das im Original bei mir anschauen wollt,
Und auch bei anderen Künstlern, wenn euch was gefällt, ist es besser, ihr schaut euch das Ganze in Original an, weil, ja, das kommt ganz anders rüber, das Baby, ne? Genau, und das sieht man auch nicht, diese Details, wie zum Beispiel jetzt die Äderchen, und das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, oder hier oben diese Linien, und da unten, glaube ich, das habt ihr gesehen, das Lila. Ne, diese Stelle, die Kleinen auch mal ganz gerne haben. Kleines Kratzchen habe ich, glaube ich, auch noch dran gemacht für die Babypuppenmutti. Und ich mache Magneten rein, aber das schreibe ich dann mit hin, und so schwer mache ich sie nicht. Ne? Also die bekommen bloß ein ganz bestimmtes Gewicht, weil ich sehe es an meiner Enkelin, wie die immer meine Ribbons rumschleppt. Die hat da immer ganz schön zu tun. Und so schwer werde ich die nicht machen. Nee, vielleicht ein Kilo. Mal schauen. Gell? Also dann, macht es gut, genießt die Sonne, das schöne Wetter, und wir sehen uns und hören uns. Ja, genau. Also dann, tschüssi.